Unsere Mittagspause ist vorbei. Wir haben sehr lecker gespeist in der betriebseigenen Kantine. Salamiflöte. Hier hätten wir das auch nicht tun dürfen, denn hier ist quasi alles verboten. Bei Strafe. Frisch gestärkt treten wir durch eine Türe in den sogenannten Control Room, von wo aus unterschiedliche Prozesse gesteuert werden konnten. Dafür gab es eine ganze Menge an Schaltern und Knöpfen, wobei Lampenprüfen und Hupe aus für uns noch verständlicher ist als Magnettrommel und Querrinne. Zusätzlich zu den Schaltelementen gibt es noch eine riesige Übersichtstafel, auf der die einzelnen Prozesse mit Lämpchen angezeigt wurden. Wenn wir das Bild richtig gedeutet haben, ging es hier darum, Glas zu zerkleinern. Und das waren wohl die passenden Maschinen hierfür. Die Glasstaubreste auf dem Boden scheinen unsere Theorie auf jeden Fall zu untermauern. Und wie immer gilt, protect yourself. Jetzt waren wir aber wirklich lange genug auf dem Boden. Zeit, unseren Blick nach oben zu wenden. Na dann, auf geht's, nach oben! Es ist anstrengend. Wie unschwer zu überhören ist, war der Aufstieg minimal fordernd, aber der Ausblick war die Mühe definitiv wert. Und runter geht es bekanntermaßen immer schneller. Wir sind wieder in verwaisten Hallen unterwegs, auf der Suche nach einem besonderen Ort, der hier irgendwo versteckt sein muss. Die Informationstafel hilft uns leider auch nicht weiter, aber unser Spürsinn bringt uns schließlich doch ans gewünschte Ziel: das Hochregallager. An einem solch beeindruckenden Ort haben wir eine wichtige Nachricht für die Unentschlossenen. Abonnieren nicht vergessen! Genug Eigenwerbung. Wie man vielleicht schon vorher gesehen hat, stehen die Regale stellenweise im Wasser und rosten vor sich hin. Doch was ist das am Ende der Halle? Mal näher hingehen. Ebenfalls im Wasser versenkt, wurde dort ein Gabelstapler zurückgelassen. Ein Steinbock WD-10. Baujahr Mitte der 1990er Jahre. Das Ding müssen wir uns auf jeden Fall genauer ansehen. Motor starten. Blick in den Rückspiegel, nicht dass wir jemanden überfahren. Jetzt das Fahrzeug vorsichtig ausparken. Und dann noch testen, ob der Gabelträger funktioniert. Tut sich irgendwie nichts. Also aus und raus, denn wir sind fertig hier. Allerdings scheint der Notausgang zugefroren zu sein. Zurück im Freien wollen wir gerade das Gelände verlassen, als uns noch dieses Gebäude auffällt. Ohne bereits jetzt zu viel zu verraten, hätten wir dieses Haus nicht besucht, hätten wir uns im Nachhinein grün und blau geärgert. Als wir allerdings das riesige Foto an der Wand im Eingangsbereich sehen, fragen wir uns schon, wo wir hier gelandet sind. Direkt daneben befindet sich ein Zimmer, das mit einer gemütlichen Sitzecke ausgestattet ist. Wir vermuten, dass dies das Headquarter der Motorradgang auf dem Foto war. Ein paar Schritte weiter ein ganz anderes Bild. In einer Ecke das Ausstellungsstück einer Handpresse aus der vorletzten Jahrhundertwende. Mit dieser Maschine konnten pro Tag ca. 1500 Artikel gepresst werden. Damit sind wir schon nahe dran an dem, was uns oben erwartet. Und wehe dem, der sich nicht noch einmal umdreht.
Na dann hinein ins Vergnügen. Wir betreten ein Stockwerk, das überhaupt nicht nach Verfall aussieht. Schicke Aluplatten an den Wänden und Ausstellungsstücke an den Seiten. Dazu ein Ständer, auf dem Produktbeispiele einer Glasmanufaktur ausgestellt sind. An der Decke Stromschienen mit fantastischen Kugellampen aus den 1970er Jahren. Wir vermuten, dass der lichtdurchflutete Raum hinter dem Vorhang auch einmal als Ausstellungsfläche diente, um Glasprodukte zu präsentieren. Dafür sprechen die Kugellampen an der Decke. Büros gibt es hier natürlich auch. Die Regale sind prall gefüllt mit Aktenordnern und alles wirkt so, als ob die Belegschaft heute einfach nur ihren freien Tag hätte. Auf dem Schreibtisch Glassteinsortimente, hübsche Blumenarrangements und fertig produzierte Verkaufsware. Doch das war noch längst nicht das letzte Büro. Kommt einfach mal mit. Wer sich jetzt die Frage stellt, wieso hier relativ modernes Equipment herumsteht, bekommt von uns natürlich die Antwort. Nach dem Ende der Kristallglasfabrik siedelten sich viele kleinere Betriebe auf dem Gelände an. Eine Nachfolgelösung schien gefunden. Zunächst florierte das Geschäft auch, aber nach und nach wichen die Firmen auf bessere Standorte aus. Im Jahr 2014 verließ der letzte Betrieb das Gelände und damit endet auch die Geschichte der Fabrik. Ein Kalender an der Wand ist ein stummer Zeuge davon. Und so stehen die Räumlichkeiten jetzt leer, zumindest was die menschliche Seite anbelangt. Denn es gibt Räume, die sind so vollgestopft mit Material, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Regale, in denen die unterschiedlichsten Muster feinsäuberlich abgepackt und nummeriert lagern. Und sauber sortierte Plastikdosen. Das hier sieht ein wenig aus wie Fischfutter. Davon gibt es auch einen ganzen Eimer voll. Von den Goldklumpen auch. Juhu, wir sind reich. Oder auch nicht. Hier ein Eimer mit etwas, das aussieht wie Kokosflocken. Luftig leicht. Das Zeug hier erinnert ein wenig an Metallspäne, fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Wem die Farbe nicht gefällt, gibt's auch in Lila, in Blau oder in Gold. Hier langen wir ein wenig vorsichtiger rein, nicht dass wir hinterher aussehen wie ein Igel. Natürlich gibt es das kistenweise auch in Silber oder auf Wunsch in Gold. Dann haben wir noch Döschen mit feinem Granulat und Schachteln mit grobem. Wahlweise auch als Blaumix. Das hier hatten wir noch nicht. Mal genauer anschauen. Erinnert ein klein wenig an Blattgold. Noch eine Schachtel. Deko-Glassteine in den unterschiedlichsten Farben. Das war's für diesen Stock, aber es gibt ja noch Treppen nach weiter oben. Wir befinden uns nun im obersten Stockwerk des Gebäudes und wenn man die leeren alten Schränke und Regale überall sieht, wird einem schnell klar, dass sich hier oben wohl das alte Archiv der Kristallglasfabrik befand. Ein paar Relikte gibt es noch, zum Beispiel eine Schreibmaschine oder diese antiken Locher. Ach ja, das hier steht unscheinbar in einer Ecke. Wenn wir uns nicht täuschen, sind das negative alter Werbeprospekte für Glaswaren. Und natürlich verlassen wir die Räume erst, nachdem wir alle leeren Kartons, Papier und Schnurreste entfernt haben. Die Sonne ist bereits am Untergehen, als wir das Haus verlassen. Und am Horizont fällt uns ein Turm auf, den wir einfach nicht ignorieren können. Inmitten eines kleinen Wäldchens erhebt er sich und schreit förmlich danach, von uns noch erforscht zu werden.
Um dorthin zu gelangen, müssen wir uns allerdings erstmal durchs Gestrüpp und Unterholz kämpfen. Aber schließlich sehen wir den Eingang, der extra für uns markiert wurde. Eine Treppe führt hoch hinaus, aber offensichtlich möchte uns jemand davon abhalten, dass wir ganz nach oben gelangen. Es ist so bitterkalt, dass das austretende Wasser Eiszapfen gebildet hat. So schön das auch ist, wir wollen einfach nur noch nach oben. Das ist ja mal ein geiler Ausblick, ey. Hammer! Eigentlich wollten wir den Sonnenuntergang hier oben erleben. Aber da wir noch eine lange Heimreise vor uns haben, machen wir uns schon wieder einen Abstieg. Wir sind schon fast wieder unten, doch plötzlich fällt uns links am Geländer etwas auf. Anscheinend ist hier eine Katze abgestürzt und böse verendet. Boah, das ist ja widerlich. Die Tore der Fabrik sind geschlossen. Eine Rettung wird es mit großer Sicherheit nicht geben. Und auch unser Besuch geht zu Ende. Auch nach vielen Stunden auf dem weitläufigen Gelände haben wir dennoch das Gefühl, noch längst nicht alles gesehen zu haben. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann einmal wieder in die Kristallglasfabrik. Vielen Dank an Chris Köfferstein für seine fantastischen Fotos. Schaut doch mal auf seiner Facebook-Seite vorbei. Das seht ihr in der nächsten Folge. Kurz vor seinem endgültigen Abriss besuchen wir das legendäre Château Noisy. Wir stellen uns die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass solch ein imposantes Bauwerk verschwinden musste. Und trotz der Zerstörung sind wir begeistert von dem, was wir sehen. Das ist ja Wahnsinn.